Ja, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Wir brauchen nur noch einen. Genau, das ist der hier hinten. Da gehen wir mal ganz geschwind hin. So. Rennen wir mal ganz schnell hin zu der letzten Mission. Und dann kommt ja praktisch den Boss, ne, wenn man so möchte. Den komischen Savonarola-Mönch. So. Ah, der Arzt, jetzt kommt der Arzt. Es ist recht einfach, mein Freund. Wenn ihr Pflege wollt, müsst ihr euch dem neuen Herrscher unterwerfen. Chirurgischer Eingriff. Ungesehen ein Attentat auf den Doktor durchführen. Töte den Arzt. Wohin rennt ihr jetzt? Sagt es mir. Ach, das gibt's doch nicht. Warum hat er denn die Fäuste ausgewählt? Da traf ich manchmal nicht. Normalerweise hast du dann die Klinge ausgewählt und dann hat er plötzlich irgendwas anderes ausgewählt. Was zum Geier? Warte, ich mach das jetzt anders. Aus dem Weg. Komm jetzt von oben, wie sich's gehört für ein Assassine. Jo, bin unten. Da ist der Arzt gewesen, weil der ist jetzt weggelaufen, weil vorne die Leiche bestimmt runtergefallen ist. Anscheinend berauschte ich mich.
Und jetzt werdet ihr schlafen. Euer Tod dient einem Zweck. Requiescat in pace. Tja. Tschüss. Aua. Aua. Lauf doch, Ezio. Komm, Ezio, hampel nicht rum. Jetzt haben wir alle Leute umgebracht. Genau, jetzt nehmen wir die aus dem Krankenhaus auch noch mit. Die ganzen Hebammen und Ärzte. Sehr schön. Chirurgischer Eingriff synchronisiert. Neuer Status Inkognito. Dann würde ich mal sagen, direkt weiter zur Mission. Ach, jetzt kommt es hier wieder nirgendwo hin. Dann muss ich klettern. Ja, gleich. Ich gehe gleich. Mein Gott, wo ist denn der jetzt? Einmal quer durch ganz Florenz laufen. Alles klar. Aus dem Weg. Ich bin total von Sinn. Oh, nicht die Wache anrempeln jetzt. Das wäre jetzt nicht so gut. Sag mal, wo ist denn der, wo ich da hin muss? Da ist er. Anonym werden. So, jetzt aber. Let's go. Gut gemacht, Ezio. Was passiert jetzt? Schau. Ruhe! Ich fordere Ruhe! Ruhe, Ruhe! Boah, der großen Kurze fix vorne. Stört ihr mich? Ihr solltet eure Häuser reinigen. Mhm. Euch selbst reinigen. Es gibt Feuer zu schüren, Gebete zu sprechen und Buße zu tun. Ihr werdet tun, was ich befehle. Ihr werdet gehorchen. Finde den Apfel, Ezio. Er kann nicht weit sein. Nicht schon wieder rennen. Ja, ja, ich akzeptiere. Ich renne dem blöden Wachmann hinterher. Ja, was machst du denn da? Wieso springst du denn nicht auf den runter? Mensch, Ezio, als wäre der da festgeklebt. Sorry, dass ich da wieder so ein bisschen aggro werde. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hätte den jetzt direkt gehabt. Aber nein, Ezio muss da ja erstmal rumhampeln.
Oh, ja, die Mission können wir nochmal von vorne machen. Ich war dem so nah, der hätte nur auf den runterspringen müssen. Jetzt renn doch, Ezio. Also ich glaube, entweder ich... Mein Controller ist irgendwie totaler Bullshit gerade, ey. Komm, beweg dich. Nicht ihn. Och, Ezio, du bist so blöd zum sonst was machen. Los, hinter ihm her. Zieh dich hoch. Zieh dich hoch. Meine Güte. Immer wenn man jemanden verfolgen muss, dann ist der so langsam. Zieh dich hoch, Junge. Der rennt doch weg. Mensch, was ein Assassine, ey. Schön, dass du stehen bleibst. Sehr freundlich. Meine Güte. Das ist echt blöd, dass der dann immer irgendwie keinen Bock hat, auf den runterzuspringen oder so. So müssen wir jetzt sehen. Jetzt markiere ich mir das aber. Ah, dahin. So, let's go. Tut mir echt leid, dass ich dann immer so ein bisschen aggro oder genervt rüberkomme, aber das nervt echt. Das Ziel, was man umbringen muss oder halt killen muss, ich meine, das ist halt das Gleiche, das steht genau vor dir, aber der Ätzel denkt sich dann so, nö, ich habe jetzt keine Lust. Komm, Freunde, ich habe heute frisch. Ja, wunderschön. So. Komm, renn, spring, mach irgendwas, gib Gas. Ach, komm, Ezio, jetzt kommst du hier wieder nirgendwo hoch, oder was? Wieso hält er sich denn nirgendwo fest? Wo ist denn das blöde Problem? Ich kapier's nicht. Komm schon. Ich will das noch in die Folge reinkriegen. Jetzt auf, ihr Mätzchen zu machen. Ideal für die Leber, wir wissen. Ja, später. So, meine Güte. Dann würde ich mal sagen, das war Fegefeuer der Eitelkeit, ne? Es kommt noch eine Sequenz und dann... Ja. Mhm. Niemand verdient es, in solchem Schmerz zu sterben. Wie unglücklich ich bin. Ich kann niemand um Hilfe. Jetzt lass mich doch durch. Meine Güte. Zack. So. Silenzio! Silenzio! Vor 22 Jahren stand ich, wo ich heute stehe, und sah, wie meine Familie starb, verraten von denen, die ich Freunde nannte. Rache vernebelte meinen Verstand. Sie hätte mich verschlungen.
wäre nicht die Weisheit ein paar Fremder gewesen, die mir halfen, meine Instinkte zu überwinden. Sie predigten keine Antworten, sondern lehrten mich... Ah, da stehen sogar unsere Freunde. Uns muss keiner sagen, was wir tun sollen. Nicht Savonarola, nicht die Medici. Wir können dem eigenen Weg folgen. Es gibt Leute, die uns diese Freiheit nehmen wollen. Und zu viele von euch geben sie freudig her. Aber wir können wählen, was immer wir für wahr halten. Das macht uns zu Menschen. Und kein Buch, kein Lehrer zeigt euch die Antworten. Den richtigen Weg. Geht euren eigenen Weg. Folgt nicht mir oder sonst jemandem. Gesetz der Straße synchronisiert. Erinnerungen synchronisiert, Sequenz 13 beendet. Also die Ansprache von Ezio fand ich am Ende richtig gut, weil das stimmt ja auch. Man soll niemandem folgen, man soll seinen eigenen Weg gehen. Man kann sich eben inspirieren lassen von anderen Leuten, wenn die cool sind, wenn die irgendwie künstlerisch begabt sind oder so. Aber man muss die jetzt nicht imitieren. Jeder ist einzigartig und jeder sollte seinen eigenen Weg gehen. Genau. Und jetzt sind wir wieder in Montfrigioni. Ich renne jetzt nochmal kurz dahin. Und dann, ich hoffe, die Lichtreflexionen im Bildschirm stören euch nicht. Das ist halt die Sonne. Genau. Und dann würde ich sagen, im nächsten Video werden wir fertig sein mit Assassin's Creed, weil es kommt jetzt praktisch nur noch eine Mission. Genau. Und dann sind wir fertig. Es gibt dann noch einen Bonusteil, wo ich euch dann noch so ein paar andere Kleinigkeiten zeige. Oder ein paar Sachen vorlese. Genau. Genau. Dann nehme ich mir noch mal kurz das Geld hier raus. Zack. Boah, wir sind so reich, ne? Am Anfang hatten wir fast gar nichts und wir sind so reich. Ja, unsere Schwester sitzt halt mal an dem Ding. So, guck. Jetzt sind hier alle. Wir müssen natürlich mit Mario sprechen. Hier funktioniert die Taste natürlich wieder nicht, das war klar. Hier stehen sie alle. La Volpe, Mario, Machiavelli, Paola, Bartolomeo, ja, wie heißt die denn jetzt hier? Paola ist das mit dem roten Kleid, wie ist denn die andere hier? Hab ich schon wieder vergessen. Und Antonio. Die sind alle hier. Genau. Das war aber, meine lieben Freunde, ihr könnt es euch schon denken, machen wir in der nächsten Folge. Genau. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, eure Tofina.